Yay, ich habe gerade Hitguard bekommen. Endlich, die Quest ist vorüber. Juhu. Damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regno. So, ich muss noch die Waffe ablegen und noch ein bisschen warten. Dann können wir das Pferd. Das gleiche. So. Gehen wir nach Gokstadt. Und ja. Geben die Quest endlich ab. Und wieder schönen Abend. Bisschen früh für Abend, 13 Uhr. Halb zwei. Komisch. Die zeigt irgendwie die Uhrzeit an von dieser Welt oder so, aber es wird Abend. Irgendwie verstehe ich das nicht. Lol, Riesenschickere. So, wir sind bald Level 28 und damit schon wieder ein Stück weiter. Ich hoffe, es geht immer noch lange so schnell. Weil ich habe echt keinen Bock, die ganze Zeit Monster zu besiegen. Vor allem nicht momentan, wo ich so schwach bin. Nicht so viel Damage kloppe, weil die Gegner viel zu viel Verteidigung haben. Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen. Oder habt ihr irgendwelche Tipps? Irgendwie etwas anders gehen, aber der Schütze hat so wenig Damage Skills. Also die den Damage um Prozente erhöht oder solche Sachen. Schon wieder kein Weihnachtsbaum hier. Ich habe jetzt zwei gesehen, beide waren Gold drin, so ungefähr fast 800 bei beiden. Und mehr nicht, ich weiß es nicht, wie selten diese Mützen sind und Flaggen und alles mögliche. Aber es lohnt sich irgendwie gar nicht, nach denen zu suchen, also. Ja, irgendwann lasse ich es mal. Oder vielleicht kommt ja bald der Patch, wo das rauspatcht wird und dann ist es fertig. Ich brauche kein Gold, ich brauche keine Masken. Für mich ist das egal. Ja, hier ist auch nichts. Ist auch nichts. Mal schauen, wie es um das Reich geht. Recht gut. Vielleicht könnten wir es noch mal ein bisschen riskieren. Wir machen jetzt erstmal das Level ab und dann schauen wir noch mal. Hallo da unten. Pauline. Okay. Aha. Jo, jetzt ist es um 16 Uhr. Halb 5 Uhr ist es einfach mal Nacht. Verstehe. Also gehen wir in die Kriegszone, wenn wir hier gemacht haben. Ich habe noch ein paar Quests angenommen im Monsognir, aber sonst nichts gemacht seit morgen. Seit ich fast eingeschlafen bin. Ja, so kann es gehen. Yeah. Das ist die Trock-Quest. Die mache ich sicher nicht. Schützetrainer, wo war der?
Schütze-Trainer. Macht er nicht irgendwo hier drüben? Da ist ein Waffenschmied. Ja. Dachte ich mir. So, können wir nichts killen? Also wegreißen ist ein Shit. Wenn, dann mache ich hier irgendwo... Ja, Nahkampfschaden. Das killt auch jeder. Ich weiß nicht, 90 ist wenig, Arkanschlag ist auch wenig. Tödlicher Treffer kostet viel Mana. Bringt auch irgendwie nichts. Nicht so. Aber wir können hier erstmal hoch. Machen vielleicht hier noch irgendwas. Wir lassen es mal noch drin. Und machen Parabellrüstung rein. So. Das wäre alles. Also gehen wir Richtung Tor. Ah, mein Nachbar macht wieder Lärm. Haut von Grizzlybär. Ja, klar. Die sind für... Doch, sind blau. Ja, die mache ich dann mal irgendwann mal ein oder so. Also ich konzentriere mich jetzt einfach mal aufs Mitgehen in der Warzone, um euch ein bisschen mehr Spannung einzubinden. Und dann... Ja, sehen wir uns dann immer wieder... mehr Levels und so. Es ist echt grässlich schlimm. Langweilig eigentlich, oder? Und wie meint ihr das, wenn ich nur Quest und Level? Warzone ist doch viel besser und ja, ich möchte euch das Bestmögliche geben. Darum konzentriere ich mich jetzt eher auf die Warzone. Haben wir was zum Ansehen? Scheinbar nicht. Die gefrorene Peitsche haben wir immer noch. Die lasse ich irgendwie. Wie schwer ist die? 2 Kilo. Naja. Ist jetzt nicht so wichtig. Geh nochmal so oben durch. Vielleicht ist jetzt ein neuer gespawnt. Ich will da noch etwas abgreifen irgendwie. Da ist das Kalibak. Geiles Kostüm. Scheinbar nichts hier. Es ist eigentlich die übliche Zeit, es ist ungefähr 20 Uhr und wo eigentlich viel mehr los ist, können wir doch sicher mal in eine Gruppe mit, vielleicht frage ich dann mal.
Low Killer am Shop. Oh je, die müssen immer lower killen. Weil sie selbst zu schwach sind. Ja, diese kleinen Missgeburten. Oh ja. Also ist mir schon sehr aufgefallen, dass die Sirten. Ich bin ja oft eigentlich weggegangen und ja, sie haben eigentlich nur Leveler getötet. Im Chat stand ganz beim Krater sind zwei Leveler am Leveln und ja, bitte besiegt sie und so. Aber richtige War haben sie nicht gemacht. Unsere Gilde, also die ich damals hatte, beigetreten bin, hat das der Weihnachtsbaum da, wo ich schon mal war. Ja, die Gilde, das war eigentlich die einzige Gilde, die richtig gekämpft hat. Zu 10 zum Beispiel, Isis Fall eingenommen hat, obwohl dort mehr waren. Natürlich starb ich immer, aber ja, das ist klar, mit Level 47, glaube ich, hatte ich natürlich keine Chance, als Barbar nicht mal einen Schaden zu machen. Schaden zu drücken. Nix. Ich schreibe jetzt einfach mal. So. Also die besten Einzelspieler hat wahrscheinlich Ignis, die besten Teamspieler Alisios und Syrtis hat einfach die besten. Besten Level-Killer. Mehr kann ich ja nicht sagen. Gehen wir mal hier rüber. Rot, welches Level? Oh. Anspruchsvoll. So ungefähr Level 30.